gestartet. Moin, hier wieder der Sterni und der Kresnik ist hinten auf der anderen Seite. Wir wollen wieder eine Runde Koop spielen und ja, Kresnik, was sagst du? Ja, lassen wir uns mal starten, ne? Gucken wir mal, dass wir diesmal im Gegensatz zum letzten Mal hinkriegen, nicht alles umzubringen und mal rauszufinden, inwieweit sich das auf die Belohnung auswirkt. Aber ja. Letztes Mal haben wir ja nun alles niedergemäht, da ja irgendwer unbedingt noch an der Glocke läuten musste. Und dann nur die ganz normalen 1000 Fron oder was das hier sind. Louvre, glaube ich. Also das Louvre ist ein Museum, glaube ich. Und mal einfach gucken, ob wir diesmal dann mehr kriegen als 1000. Ob sich das wirklich so sehr bemerkbar macht. Ob wir es überhaupt schaffen. Ja, ne? Oh, warte, ich habe hier eben Verbrecher zu töten. Oh ja, mach mal. Klatsch, so. Oh, und siehst du sofort immer den Dick, der, was ist das für ein Scheiß? Einmal mit Profis. So. Weißt du, was dagegen hilft, wenn du die Verbrecher töten musst? Wenn da Wachen nebenstehen, schmeißt mal eine Rauchbombe hin und bring sie dann um. Dann entdeckt dich keine Sau. Na gut, das stimmt auch. So, das habe ich schon ausprobiert. Ich kann doch eigentlich, warum will ich denn da hinrennen, wenn ich einfach hier laden kann? Ich starte es. Ich renne jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Spring von Schornstein zu Schornstein und so. Nee, ich starte jetzt. Das ist ein Fest im Palast, Schwierigkeit 4. Zwei Spiele. Das ist ja dann sogar mal anspruchsvoll. Ja, das könnte was werden. Mal gucken. Ja. Eine Runde verkacken. Ja, mal schauen. Das kann nicht schlimmer werden als das erste Let's Play, was wir gemacht haben. Ach komm. Das erste Kur, was wir gemacht haben, wo wir ohne Teamspeak unterwegs waren. Ja gut, das war sehr unorganisiert, das Ganze. Aber ich meine gut, wenn du ohne Teamspeak irgendwas macht, das ist dann eh schwierig, oder? Ja. Ja, vor allen Dingen, da wir ja zwei Leute dabei hatten, die einfach nur drauf losgestürmt sind. So wie wir vorhin beim ersten, also bei unserem Let's Play vorhin. Ja. Ähnlich. So haben wir nicht unsere Zielperson umgebracht. Was vielleicht daran lag, dass wir keine hatten. Ja gut, das kann sein. Wieder beschützen die Leute. Ah, geil, ehrlich. So, warte auf andere Spieler. Ja, das kann ja nicht sein, das steht ja bei mir schon. Das ist das Palais Royal. Oh. Klingt schon wichtig. Ja, ne? Oh, da war ich schon mal drin. Echt? Ja. Bin mir gerade nicht sicher. Prostitution. Was, Prostitution? Ja, das war mein Puff. Schöner Puff. Hat sie Puff. Eben erzählt. Ich war bestimmt glaube, da war ich auch schon mal. In dem Puff? Drüber. Nein. Puffgebäude. Ich war auch schon mal in dem Gebäude. Ja, dann warte mal unten in deinem Heuhaufen. Komm kuscheln. Aua! Das war mein Bein. Schick. Irgendwie hast du... Achso, das ist... Das ist, wenn ich jetzt einfach angreife, dann fuchtelt der da so lustig mit rum. Ja, das macht er bei mir auch, aber du hast da irgendwie... hinten auf dem Rücken was gehabt, das wollte ich gerade mal analysieren. So, wo gehen wir denn hin, Kollege? Von meiner Darum Waffe. Ist ein Schütze. So, dann dran drauf rüber, wa? Also ich kenne da zumindest an ihm vorbei. Und wir können ja auch mal versuchen, wenn wir es hinkriegen, statt unsere Klingen einzusetzen, die verborgenen, die Leute dann einfach mal zu verdrosseln. Klingt weißt, gut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wow, ich werde schon wieder gesehen. Wachen hier, die sind mir zu aufmerksam, muss ich sagen. Wo ist er denn? Ja, ich habe hier drüben zwei Stück. Der eine guckt gerade die ganze Zeit noch in meine Richtung, der ist ein bisschen doof. Ja, ich sehe es. Der andere verschwindet gerade hinterm Haus. Da unten stehen zwei an der Glocke, da hinten steht auch noch einer. Also den da unten an der Glocke, da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, hast du dir schon den Doppelattentat aus der Luft geholt? Ja. Aber ich werde mal eben... Ach so, der guckt... Ah. Ja, ich verstehst jetzt mein Problem, ja? Ja, warte. Voilà. Ich glaube, ich habe dich geschubst. Dann sah das nur so aus. Das sah nur so aus. Ach so, ja, das passte gerade so schön. Oh, fuck. Ich habe jetzt schon den nächste. Ja, pass auf.
hast du doch abgestochen. Ja, abstechen kannst du sehr. Was meinst du, einfach nur nicht entdeckt werden, ja? Ich meine ja, irgendwas stand da, glaube ich. Hm. Oh. Alter Schwede. Ja, pass auf, hier sind auch zwei. Nicht, dass du jetzt hier wieder zu weit rüber springst. So, den einen habe ich. Schön bist du da angeflogen gekommen. Gut, ne? Ah, siehst du, die Belohnung geht dann, glaube ich, nicht runter, oder? Ja, oder das ist jetzt nur in der Mission hier nicht. Ich erwürge ihn jetzt einfach mal. Batsch! Das ist so übel, wenn du die einfach nur erdrosselst. Dann gibt es erstmal schön noch zum Abschluss einen Schlag auf die Schläfe. Ja, ne? So, da guckt einer doof rüber. Das sollte sich ausgehen, wenn wir hier drüben lang schleichen. Aufpassen, da hinten ist hier mir schon wieder einer. Ja, ich sehe es. Ja, er mich auch. Er mich auch. Ja, die können mir teilweise zu weit gucken, die Typen. Die können weiter gucken, als ich mit meiner Phantomklinge schießen kann. Warte, lenken ab, ich hole mir. Oh, Hund. Ja, ich hole so lange hier mal den anderen an. Ja, ich kann gerade nichts machen mit dem Hund. Ja, oh, da stehen zwei. Freuen sich andere auch mal drüber. Buffy, komm mal hier hin jetzt. Oh, meine Frau ist schon da. Ich dachte eigentlich, sie kommt um 8 rum. Ja, das ist. Der hier vorne hat ja keine Knarre in der Hand. Und irgendwie hänge ich gerade am Dach. Mit den anderen nehme ich die beiden hier. Ja, schon passiert. Sehr schön. Ich erwürge gerade den zweiten. Dann haben wir das Dach ja eigentlich soweit frei, ne? Ja, ich glaube, ne? Wir müssen sowieso in eine andere Richtung. 70 Meter noch da. Ja, wenn wir nicht irgendwie. Also ich würde jetzt gleich einfach gucken, ob irgendwo ein Fenster ist. Das mache ich eigentlich am liebsten, durch Fenster einsteigen. Ja, so wie es aussieht, wäre hier, glaube ich, eins. Ja, warte, hier ist noch einer auf der Mauer. Hol ich mir mal vorsichtshalber. Ich sehe hier überall Türen, aber. Nicht runterfallen. Und er fällt runter. So, bist du schon drin oder was? Nee, ich gucke gerade, ob man hier irgendwo rein kann. Hier sind zwar überall Fenster und so, aber. Ich finde hier keinen Eingang. Wow, nichts tief runter. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich hier unten irgendwo. Nach der Tür, oder kommen wir nicht hin? Ich glaube, zumindest stehe ich schon mal außen an der Wand von unserer Truhe, wo wir hin müssen. So weit bin ich schon mal. Ich glaube, wir müssen hier hinten rein. Hast du was oder was? Ich weiß es nicht. Nein, was macht ihr denn? Alter Schwede. Ach, jetzt hier vorne die Balkontüren sind alle zu. Naja, also bei mir hier drüben ist alles zu. Also hier ist, wo ich bin, da ist offen. Ja, dann bist du da hinten irgendwo. Na, ich komme auch rüber. Scheiße. Mist, ey. Ich kann gerade gar nichts machen hier, ich komme nicht weg. Boah, toll.
Weißt du, jetzt wo ich runterkomme, da kommt ein ganzer Schwung wieder angelaufen. Ja, komm hier rein in die Bude. Jetzt. Komm schnell in die Bude rein. Dann ab nach oben. Nein, ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Was? Ich stehe hier unten in dem Wandschrank, wo der Vorhang ist. Oh, nicht schlecht. Ja, die sind jetzt aber auch gleich wieder weg. So, mal gucken, was ist denn hier so? Kann ich nach oben gucken? So, ich komme jetzt mal zu dir hingekrochen. Ja, aber Vorsicht, hier oben stehen drei Leute. Ja, warte, ich lade mal in meine Phantomklinge vorsichtshalber nach. Toll. Wenn du eine Rauchbombe geschmissen hast, wurde ich entdeckt. Flugdachs. Ja, mich hat gerade zerlegt. Jetzt geht auch unsere Belohnung gerade wieder runter, weil wir entdeckt wurden, glaube ich. Ja. Wiederbeleben. Ja. Hä? Deine gegenrevolutionären Tage sind jetzt. Viel spießt. Ja. Gut, vielleicht kriegen wir es ja hin, den Rest leise hinter uns zu bringen. Wobei, das ist, glaube ich, keiner mehr. Hoffe mal. Der steht unten. Ja, und einer doch. Steht da noch in der Ecke. Einer, das sind zwei. Okay, ich nehme wieder ein Fenster. Vorsichtshalber das Glöckchen noch wegmachen. So. Da sind drei hinter der Tür. Die sind bei dir hinter der Tür. Die kriegt man gar nicht auf. Eine. Ach, die geht gar nicht auf. Okay. Au, oh, Idiot. Zu früh. Hallo. Ich bin so doof zum Schloss knacken. So, jetzt ist offen. Ja, das ist der Vorführeffekt, wenn er aufnimmt. Einen Moment mal. Der kommt jetzt um die Ecke. Wenn er kommt. Ich krieg ihn. Nein. Scheiße. Ich hänge. Oh. Das ist auch so ein toter Winkel. Ich hab sie alle. Mann, so, wie Mann. Viel liegen bei dir, wie viel liegen bei mir? Ich würde sagen, der Sieg geht an mich. Warte, da hinten steht jetzt einer noch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Glocke. Warte, ich mach erst die, mach oh, du nö. Das Schloss, ich mach die Glocke. Das ist so ein ganz heftiges Schloss. Wow. Wow. Der kommt, drauf. So ein ganz heftig. Kommt da jetzt der nächste oder was? Also das Schloss ist heftig zu knacken. Ja, ich guck mir das mal an. Was ist denn das? Oh. Stufe 3 Schloss. Ja, ich habe Schlosskrank nur auf 2. Ich auch. Da steht einer, da stehen 2. Ich glaube, da sind mehrere. Hm. Ich könnte dem Dickerchen da hinten einen Berserkerpfeil verpassen. Und einmal die Show genießen. Tritt mir noch auf den Rücken, genau. Der ist gut. Ja, ne, der ist verdammt gut. Ja, der ist gleich tot.
Tja, dann müssen wir hier vorne so noch. Hat er dich gesehen? Jetzt bist du gleich tot. Oder auch nicht. Sehr schön. Mein hier ist ja gar keine Tür. Pass auf. Da kommt einer. So. Geht doch. War das auch geschafft. Was der so eine Tasche hat. So, brauchen wir nur noch raus. Also nur noch. Jo, nur noch eben irgendwo flüchten. Ist nur die Frage, wo. Wo wir reingekommen sind? Denn? Ich bin schon wieder fast draußen. Ich nicht. Du bist unten. Oh, warum bist du runtergegangen? Ich weiß es nicht. Oh. Ach nö. Ich muss Kraftausdrücke bei dir. Hm? Fuck. Ja, ich renne nur noch im Kreis, ey, verdammt. Irgendwo war hier was zum Verstecken, irgendwo war hier was zum Verstecken. Ich brauche mich nicht verstecken, weil die sehen mich die ganze Zeit. Die sind nur Leute, nur. Jo. Gut, dass die unten bei dir sind, da kann ich hier oben in Ruhe raus. So soll ich mal von der anderen Seite kommen, dir den Weg frei machen, dass du durchsprinten kannst. Na, ich versuche gerade durchzukommen. Oh. Tschüss. Wo sind die? Wie sind die, glaube ich, hochgekommen? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ja, doch, hier bin ich nämlich durchs Fenster gesprungen. Aber draußen könnte wer warten. Ich sehe gerade keinen, ist frei. Gut, und hoch die Wand. Ja. Also es lief gut, solange wir noch auf dem Dach waren. Ja, da lief es eigentlich relativ gut, aber drinnen da war dann wieder ein bisschen zu chaotisch. Es ging dann im Prinzip... Hui. Den habe ich nicht gesehen. Ja, es ging ja im Prinzip los damit, dass du schon draußen entdeckt wurdest. Da fing ja an, unsere Belohnung schon wieder zu sinken. Ja. So, also ich bin draußen. Ich bin auch da. Schade. Naja. Ja. Kann man nicht ändern. Aber 5000. Wird aber, denke ich, noch besser werden, jo. Ich denke mal, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Ja, man kann die Mission ja mehrmals kann machen. Kann die ja mehrmals machen, wollte ich gerade sagen. Siehst du, da war jetzt ja, daneben steht ja einmal 5000 regulär und 5127 als Belohnung. Also ich sag mal, wenn wir weniger entdeckt wurden, ist da bestimmt auch noch mehr drin. Ja, das kann gut sein, oder? Gut, nee, aber jetzt muss er erstmal eben Schluss machen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, oder? Ja, hoffe ich doch, aber ich bringe jetzt hier noch die Verbrecher schnell um. Gut, dann würde ich sagen, bis denn. Macht's gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal.